Löffel Suppe, immer gerne. Danke dir. Es ist immer wieder schön, wenn man Faden verliert, ne? Oh, ist aber echt kühl da draußen. Hier ist ja auch immer so schön heiß. Nachts ist kälter als draußen, ne? Und so. Und alle Katzen sind nachts grau oder sowas in der Richtung. Darf ich mal dezent anmerken? Du kommst mir da extrem mit viel Kram an. Ja. Der denkt wohl auch, die Mippe. Man sollte nicht alles wieder zusammenmischen, da kommen komische Worte aber raus. Und ich kann ihn immer noch nicht beschießen. Und jetzt kommt er mit dem Landschaft voran. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Und, nee. Ach du Schreck, guck dir das an. Uah. Kommt ja fast bis zu mir. Nee, dann lasse ich den da stehen und den, vielleicht dahin. Kann ich wenigstens 5 gerade ausschießen. So, dezent. Lalala. So, und er soll... Ah, nein! Damn it. Das war jetzt ein Fehler. Und zwar ein ganz böser, grober Schnitzer. Deswegen habe ich vorhin so oft geguckt mit den Reichweiten. Aber na gut. Jetzt kriegt mein Landschaft einen auf den Deckel. Warum fahre ich auch in seinen Radius rein? Ich bin ja auch sowas von. Ja. So, aber egal. Wir werden hier in dieser schönen Fabrik noch einen Panzer bauen, oder? Ja, oder einen Lancer oder so. Oder? Ja, nee. Machen wir Fernkampf weiter. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Steht unten links in der Mitte. 23.000. Ja, da kann ich doch mal was mit produzieren, oder? So, du dürftest jetzt eigentlich endlich mal gegessen sein hier. So dezent. Immer noch nicht. Ja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sich selbst die Straße blockiert. Nee, glaube ich nicht. Wenn, dann könnte ich dieses nur tun. Aber warum will er jetzt in die Mitte da? Ich weiß es gar nicht. Nein. Abbruch, ganz schnell. Du sollst nämlich hier weiter schön die Fabrik einnehmen, damit wir auch dort was produzieren können. Und hier habe ich es wohl wieder vergessen. Ja, ich sollte hier ein paar Pitrolls bauen, weil, ja, da hinten kommt doch die Cent ein wenig davon angefahren. So, der ist noch in der Mache. Was könnten wir noch machen? Wir könnten mit ihm hier, ach ja, ich wollte ja ihm hinterher und dann so mal in den Hintern treten. So dezent. Und Peng. Dementsprechend habe ich zwar den Pitfall wahrscheinlich geopfert, aber ja, okay. Ja, sollte ich wirklich so weiter reinfahren? Ich weiß es nicht. Er kommt bis dahin, also kurz vor die Stadt. Ich komme bis kurz vor die Stadt. Alles ist gut. So, aber dann könnte ich vielleicht demnächst so 1, 2, 3 schräg. Ja, es könnte klappen. Diesen ein wenig in den Hintern schießen. Mit meinem Lancer. So. Jetzt sollten wir eigentlich so relativ alles getan haben. Außer meinen Lancer hier bewegt. Ja, den ich auch gar nicht bewegen will. Weil der steht da schon toll. Also, nur den anderen habe ich leider in die Reichweite gezogen. Und, ja. Genau das kommt dabei raus. 85, aber er wehrt sich sogar. Aber jetzt hat's man wunderbar, muss ich sagen, gesehen. Und wenn ich das bei dem seinem Lancer mache, ja, ziehe ich 44 ab. Wenn er es bei mir macht, 55. Haben die andere Kanonen an ihren Dingern? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, mit den Lancern gerade hat man es genau super gesehen. Wenn die Einheit schon angeschlagen ist, macht sie auch weniger Schaden. Und dementsprechend habe ich jetzt richtig die AK-Harte gezogen. Aha, er kurft drumrum und will mich von hinten wohl attackieren. Ein wenig. Boah, wie viel noch von den Viechern? Aber die sind extrem schnell, muss man mal sagen.
Ja, das war jetzt irgendwie lol. Aber okay. Jetzt fährt er da um den Pudding. Ja, wenn's hilft. So, du blödes Vieh. Bam. 90. So, jetzt könnte ich zurück angreifen. Das bringt mir gar nichts. Ich fahre in die Stadt und gehe einkaufen oder sowas. So, sondern wir werden mal schauen, dass wir hier vielleicht ihn hier... ja, damit gebe ich ihm wieder ein bisschen Platz, aber... Dadurch könnten wir jetzt mit einem der Mannequins davor gehen und ihm hier nochmal einen gegen den Latz knallen. Und es reicht auch aus, um ihn zu eliminieren. So, und das ist auch Sinn und Zweck der ganzen Übung, habe ich mal gehört. So, und hier vorne kommt Pete Rolls. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja hier die Fabrik und alles. Dann stelle ich ihn hier wahrscheinlich mal in den Wald. So. Und bauen wir noch so ein Ding. Ich habe ja noch ein bisschen Kohle. Kohle. Schalala. So. Und, die Stadt gehört mir immer noch nicht, ne? Trotzdem kriegst du 15 ab. Ey, hallo, ich habe einen Defense 3 und so weiter. Und du ziehst mir mehr ab als ich dir. Das kann ich, nein, das kann ich so nicht hinnehmen. So, jetzt stelle ich ihn einfach in Defense 3. Bringt überhaupt nichts, weil er ist mit einem Schuss tot. So, egal. Dann sollten wir... Ah, ich will mal das Hauptgebäude nehmen und da produzieren. Das wird aber so nichts. So, dann stellen wir natürlich hier schnell mal was irgendwie in den Weg. dezent, damit er da nicht so schnell durchfuchteln kann. Weil sonst sind wir ganz schön schnell in den Popos getreten, gekniffen, sonstiges. Ist immer noch nicht meins. Na, dankeschön. Das meine ich, ich brauche immer drei Runden dafür und sonst was. Und die hier, lalalala, eine Runde, lalala, und eine Runde, tralala. Und zack, ist meins. Hä, wie jetzt? So, den stelle ich jetzt einfach mal aus Defense-Gründen in die Stadt, weil, macht Spaß. So, wenn ich jetzt ihm hier hinterherfahren würde, haha, was ich aber dezent mache und ihn trotzdem eliminiere. Und das meinte ich, ich ziehe ihm 44 Punkte ab, wenn er das... Achso, warte mal, der ist auch angeschlagen. Ja, daran könnte es liegen, dass er mir doch mal 11 Punkte mehr zieht, ne? Aber die kümmern sich gar nicht drum so. Ach, guck mal, da steht ein Feind bei mir mitten in der Base und in der Stadt rum und... Oh, lass ihn stehen, ich habe andere Sorgen. Oder so ähnlich, ne? Ich hoffe, das Essen stört nicht allzu sehr. Ja. Ich versuche es auch immer zu vermeiden, aber, ja. Irgendwann muss man auch mal irgendwas essen. So dezent, ein wenig. Gut. Vor allem, wenn man schon ein paar Folgen gedreht hat. So Meridian und andere Dinge. Ach ja. Da bin ich auch extremst gespannt, was jetzt da als Auflösung kommt. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch ein wenig zu weit vorausgreifend. Wenn ich jetzt sage, warum ich so gespannt bin und den letzten Sektor schon erreicht habe. Und so. Und ja. Und genau das wollte ich. Padumba! Guten Morgen! Hat's wehgetan? Hoffe ich doch. Tralala. Ja, angreifen den da und dann sind wir alle glücklich. Bumm. So, und dementsprechend haben wir hier eine Abwehr geschaffen, die auch funktionieren würde, wenn ich da jetzt rankäme, aber der ist zu weit weg. Gut, dann muss er erstmal näher kommen. So, er hat ihn hier eliminiert, der andere steht da immer noch rum. Schön. Jetzt kann ich mit ihm in die Stadt fahren. Guten Morgen. Bin hier frisch, fromm, fröhlich, frei und gebe hier einen auf die... Glocke. So. Ja, ja. Ihr dachtet schon, ich würde was anderes sagen. Nee, das tue ich doch nicht. Bin doch wohl erzogen und so. Ist es jetzt denn meine Fabrik? Ja, nach 175.000 Runden. Ja, wofür der andere dann so eine braucht. Das finde ich echt dezent daneben. So, jetzt können wir keine Fernkämpfer mehr bauen. Jetzt brauche ich einfach mal einen Panzer, weil Panzer auch toll sind und
ja, ich Geld sparen muss. Ach so.